»Grüße ihn von Arnie mit dem Stein«, sagte der Alte. Er fing an, in einem Lederbeutel zu kramen, der ihm am Gürtel hing, und zog einen runden, glatten Stein hervor. Eine Zeit lang hielt er ihn in der Hand, und während er ihn anschaute, glätteten sich die scharfen Falten um seinen Mund, als sei er plötzlich frei von Schmerzen. Seine Züge entspannten sich mehr und mehr, und Lauscher sah mit Verwunderung, dass dieser Sterbende heiter, ja fröhlich zu sein schien. Seine Augen waren die eines jungen Mannes, als er wieder zu Lauscher aufblickte und ihm den Stein hinhielt. »Nimm das«, sagte er, »zum Dank, dass du mich nicht allein im Gebüsch hast verrecken lassen.« Lauscher nahm den Stein und betrachtete ihn. Er war glatt geschliffen wie ein Bachkiesel, halb durchscheinend und schimmerte in dunklen Farben zwischen Grün, Blau und Violett. Als er ihn gegen das Licht hielt, sah er, dass die Farben in dem Stein einen Strahlenring bildeten, wie die Iris in einem Auge. Der Alte lag jetzt im Sterben. Er schlug noch einmal die Augen auf und murmelte etwas. Lauscher beugte sich herab und hörte den Sterbenden raunen. »Suche den Schimmer, suche den Glanz. Du findest ihn nimmer, findest du es nicht ganz.« »Was soll ich suchen? Was soll ich finden?« fragte Lauscher. »Du wirst schon sehen«, murmelte der Alte. »Heb ihn gut auf, den Augenstein, aber vergiss nie, das ist noch nicht alles.« Und dann starb er. Die nachfolgenden Ereignisse sind für diese Geschichte ohne Belang und auch sonst nicht des Erzählens wert. Immer wieder geschieht das Gleiche, wenn Männer einander totschlagen. Es genügt zu sagen, dass es dem großen Brüller gelang, die Beutereiter von Fracklund fernzuhalten und dass er schließlich mit seinen Männern, von denen jetzt allerdings einige fehlten, nach Fracklund zurückkehrte, wo bald alle wieder ihren Geschäften nachgingen, soweit sie durch abgehauene Glieder nicht daran gehindert wurden. Lauscher hatte seit jenem Tag, an dem ihm der sterbende Beutereiter den Augenstein geschenkt hatte, wie in einem wüsten Traum gelebt. Und es wollte ihm auch nach seiner Rückkehr nicht recht gelingen, daraus aufzuwachen. Er schlenderte ziellos durch die Gassen oder saß vor dem Haus auf dem Hackklotz und starrte vor sich hin. Von Zeit zu Zeit holte er den Stein aus seiner Tasche und betrachtete ihn. Es schien ihm, als ginge eine Art Trost von diesem kühlen, glatten Stein aus. Und dann fiel ihm auch wieder ein, was der Alte zu ihm gesagt hatte, ehe er gestorben war. Eines Tages ging Lauscher zu seinem Vater und sagte, »Gib mir ein Pferd und ein paar Vorräte. Ich will in das Land hinter den Wäldern von Barleburg reiten, um meinen Großvater zu suchen.« »Eigentlich gedachte ich, dich zu meinem Nachfolger heranzubilden«, sagte der große Brüller und dämpfte dabei seine Stimme, wie es ihm schon zur Gewohnheit geworden war, wenn er mit seinem Sohn sprach. »Ich weiß nicht, ob ich zum Richter tauge«, sagte Lauscher. »Brüller, bin ich keiner? Streit kann ich nicht ertragen, und ehe ich meine Stimme zu erheben vermag, werde ich noch viel zuhören müssen.« »Ich sehe schon«, sagte der große Brüller, »du bist wirklich von der Art des sanften Flöters. Suche ihn also auf. Ich will dir ein Pferd geben und alles, was du für die Reise brauchst.« Am nächsten Morgen schon sattelte Lauscher sein Pferd und packte ein paar Vorräte in seinen Mantelsack. Für den Augenstein hatte er sich einen Lederbeutel genäht, den er an einer Schnur um den Hals trug. Als er sich von seinen Eltern verabschiedete, sagte seine Mutter zu ihm, »Reite immer nach Westen, durch die Wälder von Barleburg, und lass dich nicht aufhalten. Aus diesem Dickicht ist schon mancher nicht mehr zurückgekehrt. Und lausche auf den Klang der Flöte. Wenn du ein Lied hörst, bei dem dir Tränen kommen, ist der sanfte Flöter nicht mehr weit. Sage ihm Grüße von seiner Tochter.« Dann küsste sie ihren Sohn, und Lauscher ritt davon, geradewegs nach Westen, auf die Wälder von Barleburg zu. Am ersten Tag kam er bis zum Waldrand. Er band sein Pferd an einen Baum und machte sich ein Feuer und aß etwas von seinen Vorräten.
Dann nahm er den Augenstein aus dem Beutel und ließ seine Farben im Licht der untergehenden Sonne spielen. Über ihm im Baum saß eine Amsel und flötete ihr Abendlied. Das klang so süß, dass Lauscher sich fragte, ob der sanfte Flöter schon in der Nähe sei. Doch das konnte wohl nicht sein, denn einmal lagen noch die unermesslichen Wälder von Barlburg zwischen ihm und dem Großvater, und außerdem blieben seine Augen trocken. Er blickte hinauf in das Geäst und sah die Amsel dicht über seinem Kopf auf einem Zweig sitzen. Sie war jetzt verstummt und beäugte den Stein, den Lauscher noch immer in der Hand hielt. »Das Glitzerding gefällt dir wohl«, sagte er. Als ob sie ihn verstanden hätte, flatterte die Amsel von ihrem Zweig auf Lauschers Schulter. Er zerbröckelte mit der anderen Hand ein Stück Brot und hielt der Amsel die Krümel hin. Sie hüpfte auf seine Hand und pickte das Futter auf. »Mir scheint, ich habe schon eine Freundin gefunden«, sagte Lauscher. Sie blickte ihn mit ihren glänzenden, schwarzen Augen an und flötete einen Dreiklang, wie zur Bestätigung. Dann flog sie wieder hinauf auf ihren Zweig und kuschelte sich zum Schlafen zusammen. Da nahm auch Lauscher seine Decke vom Pferd und streckte sich neben dem verlöschenden Feuer aus. Am nächsten Morgen ritt er in den Wald hinein. Er hatte einen schmalen Pfad gefunden, der nach Westen zu führen schien und dem er 7 Tage lang folgte. Anfangs ließ es sich gut reiten. Es ging durch uralte Buchenwälder. Wie riesige Säulen ragten die silbergrauen, glatten Stämme empor und trugen oben ein dichtes Blätterdach, das nur grünes Dämmerlicht hindurchließ. Hier war der von braunem, altem Laub bedeckte Boden frei von Unterholz. Später traten die Stämme dichter zusammen, Äste ragten quer über den Pfad und Lauscher musste Acht geben, dass er nicht unversehens vom Pferd geschlagen wurde. Der Pfad wurde immer schmaler und schlängelte sich schließlich als kaum noch wahrnehmbare Spur durch dichtes Gestrüpp. Schließlich musste Lauscher absteigen und sein Pferd am Zügel führen. Immer wieder zerrten Brombeerranken an seinen Kleidern. Er musste über gestürzte Baumstämme klettern und Sumpflöchern ausweichen, in denen mannshohe Binsen und Schachtelhalme wuchsen. Am Abend des 7. Tages stolperte er, abgerissen und verschwitzt, auf eine Lichtung, die sich unversehens hinter einer Mauer von Gestrüpp geöffnet hatte. Er beschloss, hier die Nacht zu verbringen. Nachdem er sein Pferd versorgt hatte, machte er Feuer und aß die letzten Vorräte. Dann holte er wieder den Augenstein aus dem Beutel und schaute ihn an. Aber ob nun die Sonne schon zu tief stand oder der Schatten des Waldes sich düster über ihn legte, seine Farben blieben unter der glatten Oberfläche verborgen. Er sah nicht anders aus als irgendein runder Kiesel, den man aus einem Bach aufgelesen hat. »Ein hübsches Spielzeug hast du da«, sagte eine Stimme hinter ihm. Lauscher fuhr herum und erblickte eine Frau, die an einem Baum lehnte. Diese Frau schien ihm über alle Maßen schön. Sie schaute ihn aus ihren dunkelblauen Augen an, und diese Augen übten eine solche Gewalt auf ihn aus, dass es ihm Mühe machte, den Blick abzuwenden. »Deine Augen sind schöner«, sagte er. Und als er wieder auf seinen Stein blickte, erschien er ihm tatsächlich matt und glanzlos neben den Augen dieser Frau. »Hat dich der Stein hierher geführt?«, fragte die Frau. Lauscher blickte sie erstaunt an. Konnte das sein? Weswegen war er überhaupt hierher gekommen? Er wusste es nicht mehr. Wie hatte der alte Beutereiter geraunt? Folge dem Schimmer, folge dem Glanz? War es das, was er suchen und finden sollte? »Ich weiß nicht«, sagte er, »vielleicht hat mich dieser Stein hierher geführt.« »Bist du ein Steinsucher?«, fragte die Frau. »Dann bist du zum rechten Ort gekommen. Ich werde dir so schöne Steine zeigen, wie du in deinem Leben noch nie gesehen hast. Wie heißt du?«